Oh, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu der ersten Folge hier auf der Hofbergmann Map im LS19. Ja, ihr seht, sind wir hier auf Hofbergmann. Ich habe mir gedacht, ach, wie schön wäre es jetzt, sich um Kühe zu kümmern. Das heißt, wir werden zum großen Teil uns mehr um Kühe, Milchproduktion kümmern und zum anderen Teil sind wir von der örtlichen Gemeinde informiert worden, dass einige Straßen Probleme machen. Sprich, wir werden als Subunternehmer in der Straßenmeisterei sowie Stadtwerk arbeiten und ja, wollen dann halt mal so ein bisschen gucken, wie das Ganze so läuft. So, muss mich hier noch mal ganz kurz umgucken. Big Pix Max Bediener. Bergmann Map. Kann ich nur aus LS17 und das sah so ein bisschen anders aus. Aber schön, was wir hier für Funktionen haben. Hier oben werden wir auch unsere Kühe, glaube ich, haben. Ich stelle hier die Kühe. Ja, hier müssten die Kühe sein. Genau, nach den Kälbchen aus. Das heißt, wir werden jetzt hier so ein bisschen mal gucken, dass wir hier die Rinder. Genau. Also die Rinder denn Futter kriegen und das alles. Einstellen. Mag überhaupt nicht automatisch Motor. Dann mal gleich noch hier. Ich habe noch einige andere Projekte hier laufen, wo ich mich nur um das Baugewerbe kümmere und ja, wir gucken dann mal, gucken gleich mal, was wir brauchen. Erstmal oh, um die Tiere Heu. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal mit Heu austrinken, wenn ich mich nicht irre. Wir erstmal wieder reinfuchsen. Die ganze Angelegenheit, ihr könnt gerne unterstützend mit so Pferde, Schweine, Kühe. Futter, Gras, Heu, Silage, totale Mischration, Erzeugnis, Milch, Mist, Gülle. Totale. Mischration ist im Mischwang ganz einfach. Zwei Heubein, ein Strohbein. Für den Rest mit Silage. Okay, gut. Gut. So. Mal gucken, warum wir hier überhaupt. Wir kleckern jetzt hier einfach mal alles durch. Also,
Wir müssen jetzt erstmal mit Stroh auslegen. Also wir brauchen jetzt erstmal vor der Front. Also die Front war. Lass mal gucken. So. Palettengabe. Ballenspieß. Den haben wir noch ja nicht. Kochhorns.
Wird die schon in die Straße in einer anderen Spielversion? Ist die auf die Straße schon ein bisschen zu ohne, dass alles abgesperrt gehabt? Geld abgezapft wird für das Wasser. Soll ich mir Geld leihen oder soll ich mit dem, was ich habe, zurechtkommen? Wollen Sie mal geblitzt worden? Das erste Frage an euch. Kann ich euch jetzt das Regierungsschild aufstellen, wenn wir auf dem Hof einfließen lassen? Weil die Stadt unterstützt mich natürlich, weil ich genieße auch Zusatzverfügung. Das heißt, wenn man ein Regierungsschild mehr aufstellen, gerade die Unterstützung natürlich ohne Bezahlung, der einfache Grund ist ganz einfach, solche Straßenzahlen, Stadtwerke unter sich machen. Ebenso, ich muss noch Folgefahrzeuge dazu kaufen. Ja, noch sehr viel für meine Gemeinde, die uns denn finanziell unterstützen. Ja, auf diesem Punkt werden wir jetzt ein Regierungsschild aufstellen. Oh, wie wär's? Ihr seht jetzt schon lauter Baustellenschilder. Meine Schilder, die werden wir natürlich auch noch fast alle nutzen können. Also Absprungen, die können wir leider nicht überall platzieren. Leider. Ja. Ein Regierungsschild und auch staatliche Unterstützung. Ja. Dann werden wir mal das Wasser hinkommt. Bitte. Ach, hier zu schwer. Mhm.
Auf Versöhnung. Zeit vorstellen und dann macht der Shop erst auf. Und dann können wir erst Tierhaltung, gucken wir mal. Und da. Jetzt gucken wir mal da divers. Wie jede Menge Spielzeug unter divers. So. Genau. Universalschlau. Genau, kaufen wir einmal. Habe ich jetzt gekauft. Ihr seht, ich habe hier einige Mods. Den haben wir gekauft. Das ist jetzt zu viel. Wir werden jetzt ausmachen. Ups. Hier besorgen können. So. Dann zum Schwung raus. Fahrzeug sein. Oder halt auch eine Warntafel oben drauf kriegen. Das ist gar nichts. Oh. Man hat da selten mehr drauf gestellt. Oder dann hast du da irgendwie auf deinem Händler das Gewehr schon was kriegen sollen. Ich habe schon einige Mitglieder. Man sieht halt, es gibt viele Straßen, die gemacht werden müssen. Die Arbeiten sind noch zu machen dann. Es können all die 4000 Straßen liegen. Und jetzt müssen wir auch Land kaufen. Das
natürlich etwas verteufelt bei Alice 19, dass man halt hier wirklich sich hier das Land hier alles kaufen muss. Also in Alice 17 war das alles ein bisschen besser, musste man das nicht machen. Aber hier muss man das jetzt machen. Können wir denn jetzt hin? Genau, so, jetzt haben wir. So, gucken wir uns mal an, was ich eigentlich mit Streckenkontrolle meine. Wir haben hier Polizei, dann haben wir hier unsere Sprinter von Mercedes. Und unser erster wird er hier sein mit Plane für 24.000. Der kommt dann und natürlich gibt es hier auch noch jede Menge andere Fahrzeuge. Ja, dazu später mehr. Wie gesagt, so unser erstes Fahrzeug, was wir dann später bereitgestellt bekommen. Ja. Aber wir wollen gleich erstmal durchstarten. Eigentlich können wir uns eventuell schon 15.000 ist muss man zum genau wir holen uns den genau wir kaufen uns den hier und dazu auch noch diesen Schlauch. Den Hintergrund, die Wassermassen. Beide jetzt mal befüllen. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt mit der Schlauchtechnik. Okay, das funktioniert also nicht. Thank you.
Ist jetzt das Geld nur so, also wir nicht wissen, was wir jetzt hier so an Daumen von Abos. Das sind schon ein paar tausend. So, das ist noch voll. Und zack. 1074. Leuchten an. Müssen auch einige Tempelschilder aufgestellt werden. So, jetzt mit einer Spannung los. Richtung Bauernhof. Ja, wenn so viele von sogar 50 Minuten bzw. 50 Minuten oder gar eine Stunde, was ich, was ihr sehen wird, bei jeder Folge eine Stunde gehen oder über eine halbe Stunde. Ehrlich gesagt, wenn man so eine Arbeit drin ist, dann vergisst man auch die Zeit. Also, seht ihr auch an den Verpacken. Was denn jetzt besser mit dem Wasser abladen? Das müssen wir zum Wasser hin und sind dann viel Öl nutzen. Ja, also in der nächsten Folge wird es dann so sein, dass wir dann endlich unser Fahrzeug kriegen. Chat ist es schon, es wird aber erst in der nächsten Folge kommen können. Mercedes halt Lieferengpässe hat.
fehlt jetzt etwas. Genau. Und jetzt auch noch ein Tunnel erneuert werden. Und die Stadt sowieso abkommen. So. Den Hänger lassen wir jetzt da stehen. Den fahren wir jetzt hin. Decke auf. Sehe aber gerade anscheinend ist die Kupplung zu klein. Also Gülleschlauch. Das ist ein Gülleschlauch. Lassen das jetzt mal. So, okay, also der packt jetzt da so ein bisschen. Ja, also während ich hier ein bisschen probiere, sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, das Video wird etwas verkürzt sein. Was gucken muss und dann geht es in der nächsten Folge weiter.